Zum Beispiel, wenn in dem Heiligen Buch steht, und ich hoffe, Sie hören genau zu, weil wir haben nichts zu verstecken, ich zitiere, wenn zum Beispiel im Heiligen Buch steht, ein unfreundlicher Mann ist besser als eine freundliche Frau. Oder wenn zum Beispiel im Heiligen Buch steht, ja, der Mann, ja, eine Frau soll in Stille lernen, dass eine Frau lehrt, also Lehrerin ist, oder über einen Mann herrscht, wie zum Beispiel Bundeskanzlerin Frau Merkel, erlaube ich nicht. Vielleicht sind das Sachen, die Sie kritisieren. Oder wenn zum Beispiel steht, der Mann ist Abbild und Abglanz Gottes, die Frau aber nur Abglanz des Mannes. Vielleicht sind das Sachen, die Sie kritisieren. Soll man deswegen gegen eine Islamschule protestieren? Sind Sie der Meinung, deswegen soll man gegen die Islamschule protestieren, nur weil dort steht, die Frau darf keine Lehrerin werden und die Frau darf nicht über einen Mann herrschen? Deswegen soll man verbieten? Okay, aber das steht in der Bibel. Das steht nicht, ich wollte sagen, weil ich wollte das hören. Das steht in der Bibel. Michael Butch is a Gary Neville own goal. That won't tell us the whole story. Jesus Sirach 42, Vers 14. Zum Mitschreiben. Ein unfreundlicher Mann ist besser als eine freundliche Frau. 1. Timotheus 2, 9 bis 15. Eine Frau soll in Stille sein. Dass eine Frau lehrt oder über einen Mann herrscht, erlaube ich nicht. Ja? Denn die Frau wurde verführt und nicht der Mann. Oder in 1. Korinther 11, wo steht, die Frau ist für den Mann erschaffen und nicht der Mann für die Frau. Das steht dort. Machen Sie doch eine Bürgerinitiative und stellen Sie sich vor die Kirche. Aber auf diese Weise.